Yes Curse und ich lade jeden Tag 2 Leute auf meine Tour ein. Zum Vorbeikommen, Gästeliste, Plätze, Meet and Greet. Wenn ihr kommen wollt, dann postet unter dieses Video mit dem Hashtag Story for Story, warum ihr kommen wollt und vor allem, wen ihr mitbringen wollt, was euer Herzensmensch ist, was euch verbindet und warum ihr gemeinsam auf die Show kommen wollt. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Am 11. Januar spielen wir in Köln in der Live Music Hall. Wir haben es nicht ganz geschafft, am 11.11. zu spielen oder am Rosenmontag oder so, aber irgendwie so quasi dazwischen. Also es ist ja schon so Karnevalssaison. Und ich habe ja 7 Jahre in Köln gewohnt und das ist für mich echt wie so eine zweite Heimat. So, deswegen freue ich mich krass, da zu spielen. Ich glaube, da werden ganz viele Freunde da sein und ganz viele Bekannte. Und ich freue mich auch wieder in der Live Music Hall zu spielen. Ich glaube, wir haben 2005 das letzte Mal dort gespielt, sonst auch im Gloria, was auch eine mega coole Location ist. Aber Live Music Hall ist auch cool, vor allem, weil ich mit der Live Music Hall auch einige Sachen verbinde, so aus der Zeit, bevor ich selber auf Tour war. Da gab es zum Beispiel, glaube ich, 97 oder so, die MC Hip Hop Jam, wo KRS-One aufgetreten ist. Und da habe ich Mode 2 getroffen, den berühmten Graffiti-Artist aus Frankreich. Und das war richtig krass. Ich weiß noch, da war ich mit Lord Scan und Italoino und Germany und noch ein paar Jungs von früher irgendwie unterwegs. Und da gab es noch in der alten Hall of Fame, neben dem Underground, wo jetzt quasi der Burger King Parkplatz ist, da gab es so eine Pre-Veranstaltung, wo DJ Lifeforce Mixtapes verkauft hat, wo wir rumgehangen haben. Es war echt super nice an so einem schönen Sommertag. Und da war ich dann zum ersten Mal in der Live Music Hall. So wirklich als Fan und hab mir gedacht so, ey, was für eine Riesenbühne und wie geil, wenn man hier mal spielen könnte, so wirklich. Und woran ich mich auch noch erinnere, was echt krass war, ist danach waren wir noch auf der Domplatte irgendwie, weil wir wollten noch irgendwo hin. Und da ist dann auf einmal so eine große Breakdance-Battle ausgebrochen zwischen verschiedenen Crews und so. Und auf einmal spaltet sich so das Publikum und die Fugees stehen auf einmal da. Also Lauryn Hill, Wyclef, so die ganze Bagage, weil nämlich auch Popcorn war. Zu dem Zeitpunkt. Und die standen also da und haben dann irgendwie sich diese Breakdance-Battle angeguckt. Und dann gab es eine Freestyle-Battle mit irgendwie, oder halt so Rap-Dings, wo halt Lauryn Hill, Wyclef, John Forte, der damals noch dabei war, irgendwie Afro, Stieber Twins, wir alle irgendwie in einem Cypher gestanden haben. Ey, und das ist, glaube ich, eine meiner allerschönsten und größten Hip-Hop-Erinnerungen ever, dieser Abend. Und jedes Mal, wenn ich halt irgendwie an so einen Köln-Auftritt und vor allem an die Live Music Hall denke, so, ey, ich habe mega Bock. 11. Januar sind wir da. Ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch dort. Und